liebe Ultra-HD-Freunde, hier ist der Dominik von 4kfilme.de. Ja, bald ist es soweit. Die erste Ausstrahlung eines Live-Konzertes in Ultra-HD-Auflösung wird heute über die Bühne gehen. Das Live-Konzert von Linkin Park wird heute über den Astra Ultra-HD-Demo-Kanal unverschlüsselt für jeden empfangbar sein. Wie man genau diesen Kanal einstellt, möchte ich euch anhand meines Samsung HU6900 TVs zeigen. Der Ultra-HD-Kanal ist meistens beim normalen Sendersuchlauf nicht auffindbar. Deswegen muss man einen manuellen Lauf starten. Ich habe mir jetzt hier einen freien Sender ausgesucht, wo ein verschlüsseltes Signal normalerweise läuft. Und ich gehe über die normale Fernbedienung jetzt erstmal ins Menü auf Senderempfang und ganz unten auf Sendereinstellung. Hier findet man dann die manuelle Sendereinstellung und übertragen wird es über Astra 19.2 Ost. Hier machen wir einen Scan und müssen hier manuell den Transponder eingeben. Hier klicken wir wieder drauf. Die genauen Empfangsparameter habe ich hier unter dem Video im Infotext gepostet. Den könnt ihr euch einfach rauskopieren. Erst wird der Transponder ausgewählt, der ist 10.994. Mal kurz suchen. Dauert natürlich eine Sekunde. So, der müsste jetzt eigentlich hier sein. Nein, 10.000, sorry. Noch eins weiter. 10.000. 10.994 gibt es hier leider nicht. Deswegen müssen wir weitergehen auf die Neuoption. Hier kann man die Frequenz manuell eingeben. Diese ist 10.994 MHz und die Symbolrate ist 22.000. Polarität horizontal links ist richtig, das können wir so lassen. Speichern. Suchmodus alle Sender lassen wir. Netzwerksuche können wir deaktiviert lassen. Und jetzt starten wir schon den Suchlauf. Und wir sehen, dass wir was sehen. Das ist bereits der Live-Feed vom Aufbau der Bühne. Auch bereits schon natürlich in Ultra-HD-Auflösung. Und je nachdem, falls ihr den Sender schon in eurer Sendersuchliste hattet, könnt ihr einfach schnell ein Programm hoch und runter schalten. Dann wisst ihr, auf welcher Position euer Ultra-HD-Demo-Kanal ist. Ansonsten würde er den Demo-Kanal an der Stelle abspeichern, die ihr gerade vorhin noch ausgewählt habt. Ja. Das war es dann eigentlich schon. Ich wünsche euch heute dann viel Spaß mit dem Konzert von Linkin Park. Und ja, wir hören uns und sehen uns. Bye, euer Dominik von 4kfilme.de.